Wir kümmern uns heute um Rainer. Rainer Winkler ist wieder am Start. Das bedeutet natürlich, dass der Rainer, jetzt klug wie er ist, sich einen neuen YouTube-Kanal gemacht hat und dort jetzt auch wieder Videos hochladen möchte. Und da freue ich mich natürlich. Und da möchte ich auch den Rainer supporten. Da möchte ich gerne ihm ja unterstützen, dass er auch wieder auf YouTube Fuß fasst. Ich habe mich noch nie auf ein Comeback von einem YouTuber so gefreut wie auf das von Rainer. Hagebuttner, Hagebuttner. Moin, moin und Metal, meine Freunde. Oder frisches Met. Oder wie man hier bei mir sagt, herzlich willkommen zum neuen Video. Herzlich willkommen bei Ozzog Mega S. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf meinem Kanal. Breaking News sozusagen. Ich bin gerade unterwegs, ihr seht es, und am Titel habt ihr es auch schon erkannt. Der Drachenlord ist wieder auf YouTube unterwegs. Er hat sich einen neuen Account gemacht und heute wurde dazu auch schon berichtet von anderen YouTubern. Ich möchte die Chance aber ergreifen, da auch drüber zu sprechen. Und ja, was soll ich euch sagen? Ihr seht es, es ist eine neue Location. Ihr seht mich durch den nicht mehr um den See laufen, wie in meinen anderen Meinungsvideos, weil es ist heute wieder ein Meinungsvlog, wie ihr sehen könnt, sondern ihr seht mich diesmal im Park. Und ja, deswegen alle, die neu auf dem Kanal sind, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen hier. Ich bin der Ozzog, ich mache Meinungsvideos, ich mache Vlogs, ich mache Food-Reviews. Würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen würdet und meinen Kanal abonniert. Und ja, wir kümmern uns heute um Rainer. Rainer Winkler ist wieder am Start und ich freue mich wahnsinnig, dass der Drachenlord wieder auf YouTube da ist. Also, für die Leute, die den Drachenlord nicht kennen, ich gebe da mal so eine kleine Grundinformation für euch. Der Drachenlord ist ein YouTuber, der schon seit über 10 Jahren auf YouTube unterwegs ist. Und ja, er wurde letztes Jahr sozusagen gesperrt auf YouTube, von der Plattform verbannt. Zahlreiche Videos von unzähligen anderen YouTubern gibt es schon hier auf YouTube dazu. Der Drachenlord halt immer wieder in Fettnäpfchen reintritt, sich selbst blamiert und ja, halt immer mal wieder auch hops genommen wird. Aber warum und wieso ist diese Breaking News so aktuell? Denn Drachenlord, also Rainer, hat ein neues Video hochgeladen auf seinem neuen YouTube-Kanal. Denn heute, vor genau einem Jahr, war die Sperre. Und ja, auf YouTube darf man in Deutschland, oder YouTube in Deutschland darf man nicht offiziell dauerhaft gesperrt werden, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Und zwar genau, glaube ich, für ein Jahr, 365 Tage. Das bedeutet natürlich, dass der Rainer, jetzt klug wie er ist, sich einen neuen YouTube-Kanal gemacht hat und dort jetzt auch wieder Videos hochladen möchte. Und da freue ich mich natürlich. Und da möchte ich auch den Rainer supporten. Da möchte ich gerne ihm ja unterstützen, dass er auch wieder auf YouTube Fuß fasst. Ich meine, so, ich mache ja auch TikTok so ein bisschen, aber TikTok ist nicht so meine Welt. Das ist mir alles so ein bisschen zu cringe. Da habe ich nicht so den Ansatz für diese 30 Sekunden Kurzclip-Videos, sondern man möchte ja auch seine Message rüberbringen, wie jetzt halt hier in so einem Video. Und Rainer, wenn du Bock hast, melde dich bei mir. Ich helfe dir, wir starten gemeinsam durch und sorgen dafür, dass bei dir auch wieder auf dem Kanal was passiert. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ja, nochmal kurz für die Leute zur Erklärung. Also Rainer Winkler, der Drachenlord, der wohnte in der Nähe von Nürnberg, sage ich jetzt mal, den genauen Ort, den gibt es auch zahlreich im Internet, muss ich jetzt nicht wieder erzählen. Es gibt Pilgerstätten zu seinem ehemaligen Ort. Er wurde ja auch gerichtlich verurteilt, also ja, wegen halt einiger Delikte. Zu Recht oder zu Unrecht muss man jetzt mal so überlegen. Ich will ja jetzt auch den Rainer nicht in Schutz nehmen, aber er hat da auch sehr, sehr viel Pech in seinem gesamten Leben bisher gehabt. Und ich meine, so diese Pechsträhne, die muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben. Und ja, Rainer, wenn du dieses Video hier siehst, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dich bei mir meldest. Alle Informationen findest du unten in der YouTube-Videobeschreibung. Mein Kanal, wie gesagt, hier beschäftigt sich um Food, also das, was du ja auch ganz gerne mal machst. Also mal hier schön mal bei McDonald's oder bei Burger King essen gehen oder sowas. Ich mache Vlogs, ich mache Meinungsvideos zu bestimmten Themen. Ja, und da kann man sich auf jeden Fall mal hier so buddymäßig doch mal treffen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Du warst ja auch in der letzten Zeit mal in Berlin. Für die Leute, die mich schon länger kennen, ihr wisst, ich bin Berliner YouTuber. Ich wohne hier im schönsten Bezirk von Berlin, in Pankow. Bin hier unterwegs, kann hier meine YouTube-Videos aufnehmen und habe ja auch schon eine Videoreihe gemacht, Pankow meine Hood. Falls du hier mal was anschauen willst, dich ein bisschen kulturell weiterbilden möchtest, komm gerne vorbei. Ich zeige dir die Gegend. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Ja, Rainer hat natürlich, also um für die Zuschauer, die den Rainer jetzt so das erste Mal sehen, hat ein Video auf seinem Kanal hochgeladen und da würde ich sagen, da schauen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ja, wir sind wieder auf YouTube, ein bisschen verändert nach einem Jahr oder auch nicht, zumindest mal ein anderer Stil als sonst. Ich habe nämlich 5 Punkte dabei, die ich euch heute ein bisschen
erläutern möchte. Als erstes mal, was gibt es und was ist los? Ich möchte dabei aber jetzt gleich mal auf den zweiten Punkt zu sprechen kommen. Das wäre, was wird kommen? Alte Videos wiedergeben. Ich möchte außerdem auch Podcasts machen. Als letztes habe ich mir überlegt, alte Formate zurückzuholen. Ja, und das sieht auch schon mal phänomenal aus. Rainer arbeitet mit einem Greenscreen. Er hat sich überlegt, dass er sein neues Logo mit einblendet. Er möchte gerne seine alten Formate aufleben lassen. Also die, mit denen er ja erfolgreich geworden ist vor ja, 10 Jahren. Also 10 Jahre YouTube-Geschichte hat er ja schon hinter sich. Und das ist doch cool, das ist doch schön. Endlich mal wieder volle Drachenlord-Power hier auf YouTube zu sehen. Da bin ich richtig euphorisch, da habe ich richtig Bock drauf. Also ja, für die Leute, die halt gerne den Rainer unterstützen wollen, geht gerne auf seinen Kanal rauf, lasst da gerne ein Abonnement da, da freut er sich drüber, das unterstützt ihn, bei mir natürlich gerne auch. Und ja, ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Also ich beobachte das, oder generell die YouTube-Bubble beobachtet das, was Rainer jetzt beim Neustart auf YouTube machen wird. Und ja, ich bin auch begeistert. Ich freue mich. Also, ich habe mich noch nie auf ein Comeback von einem YouTuber so gefreut wie auf das von Rainer. Wirklich. Also, da bin ich, habe ich richtig Lust drauf. Ja, wir werden sehen, was heute noch passiert. Wie gesagt, ganz frisch heute mitgeteilt worden, das Ganze. Der Kanal, wie gesagt, ist unten auch von Rainer in der Videobeschreibung hinterlegt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, könnt ihr gerne mal auschecken, was er so vorhat. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was da groß dazu sagen möchte. Nein, ich freue mich einfach. Ich bin gut gelaunt und da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ansonsten möchte ich jetzt auch nicht viel weiter erzählen. Das sollte auch nur ganz kurz einfach mal das Comeback hier ankündigen. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr jetzt noch meinen Kanal abonniert. Freue ich mich wirklich sehr drüber. Lasst gerne einen Kommentar da, was ihr vom Comeback von Rainer Winkler, dem Drachenlord, haltet. Ob ihr ihn schon mal gesehen habt, ob ihr wisst, wer er ist oder wer er nicht ist. Und wenn er noch mal in Berlin vorbeikommt, ob wir nicht mal was zusammen machen wollen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozok. Ciao.